Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir haben zunächst einmal Katon ist als Gast. Hallo. Und wir machen heute ein Live-Duell, aber nicht nur irgendein Live-Duell, sondern ein Sneak-Peek-Duell. Das heißt, wir kriegen Booster, die öffnen wir dann und daraus erstellen wir dein Deck mit 20 Karten und spielen dann gegeneinander. Das ist halt immer so, wenn ein neues Hauptset rauskommt, dann gibt es das halt immer in den Locals, in den Läden oder so. Gibt es halt so ein Sneak-Peek-Format und das machen wir jetzt hier. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier so ziehen. Wir haben hier Soul Fusion als Set und jeder kriegt 6 Booster. Und ja, das sind meine 6, das sind deine. Dann würde ich sagen, mal gucken, was wir so ziehen, ne? Let's go! So. Und. Okay, Danger. Oh, das ist schon schnell, ey. Ja, klar. Ah, okay. Folgo Gerechtigkeitsfellsöldner. Ach ja. Hey, das Artwork sieht mega nice aus. Ja, ist richtig geil, oder? Du hast Patchwork. Bringt jetzt zwar gar nichts jetzt im Sneak Peek-Format, aber Patchwork ist cool. Warte. Zeig gleich. Du bist zu schnell! Du bist einfach zu langsam. So, okay, lass mich. Was will? Oh mein Gott! Ekolasse! Okay, es könnte sein, dass ich jetzt das Sneak Peek Duell gewinne. Ne, du brauchst ja noch einen Donner. Donnerdrachen, genau. Aber ich hab hier, guck mal, ich hab Donner gezogen. Wollen wir nicht tauschen? Ich hab nur so Kacke gezogen gerade. Nicht schlecht. Jetzt bin ich deprimiert. Was siehst du denn jetzt? Du Koloss, Alter! Du mich auch! Ach, das ist ja unglaublich. Und. Okay. Los geht's! Super. Zweite Expedition in die Gefahr. Boom. Ist das ein Super? Ja, ein Super. Die ist nicht so gut. Ich bin jetzt. Was siehst du, Koloss? Wie krass ist das? Nicht schlecht. Aber das heißt nicht, dass du das Duell gewinnst. Ja, das. Also, noch habe ich keinen Donner. Ja, guck. Ja, ich! Ich hätte Koloss ziehen sollen! Was ist das denn für? Ah, jetzt habe ich einen Donnerdrachen. Ja, den musst du aber speziell beschwören, indem du was anderes opferst. Also den kannst du nicht normal beschwören. Na gut. Noch kannst du ihn nicht rufen. Verdammt. Ah, okay. Ich hoffe, du kannst ihn noch nicht rufen. Warte. Ach, immer muss man noch warten. So. Oh, wow. Donnerdrachen. Du hast aber keine Donnerdrachen. Mano, wo sind die? Ich ziehe Galaxiemüll. Was soll das denn? Das ist ja schon lustig. Mann, ich bin richtig deprimiert. Meine Pools sind nicht so geil. Aber vielleicht gebe ich das Geld. Euer Mann, der Gewinner kriegt das Deck des anderen. Genau. Oh. Ah, edler gezeigt. Ja, immerhin habe ich den Blitzbeschwörer, aber ich habe, glaube ich, gar nicht genug Donnermonster. Verdammt, warte, jetzt habe ich wirklich den Koloss, aber ich kann den nicht beschwören. Nee. Du brauchst halt wirklich. Du brauchst halt, ja, einen Donnerdrachen. Gut, aber jetzt heißt es erstmal Deck bauen, würde ich sagen. Genau, jetzt bauen wir unser Deck aus 20 Karten. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Duell. Okay, wollen wir mal gucken. Ja, ich gebe ein bisschen an mit dem Koloss. Den du nicht rufen kannst. Ja, genau. Das ist schon schade. So, hoch entscheiden. Ja. Und 3. Und 4. Dann fange ich an. Alles klar, dann gutes Spiel. Let's go. Gutes Spiel. Ich darf auch 15, ne? Ja. Deck out incoming. Kann ich irgendwie das. Nee, das ist nicht so gut. Man kann vielleicht oben sehen. Ja, man sieht es oben tatsächlich. Gut. Oh hey, damn, das ist ja echt voll gut, nicht? Ich glaube, wir haben sogar davon gesprochen, von dieser Hand. Okay. Ja, das sieht schon gar nicht so gut aus, muss ich schon sagen. Ich rede euch aggressiv rein, sag ich dir. Echt jetzt? Oh, nein. Komm. Ich beschwöre. Den Taktwipern. Oh, den 1-8, das ja, ist schon. Ja, wenn der normal oder spezial schon würde, kann ich mir. Kann ich die Angriff halbieren, ja, und Toren beschwören. Ja, okay, willst du das tun? Ja. Ja, okay. Perfekt wäre. Wait. Ja. Das ist 1, ne? Ja, schon. Okay. Jetzt habe ich einen göttlichen Token. Das ist, glaube ich, echt. Kommst nicht dran vorbei. Ja, jetzt? Ja, und jetzt war's das. Hey, das ist 900, oder? Ja. Ja, easy! Bin ich? Ja. Easy! Jetzt nehme ich die auseinander. Ich beschwöre meinen mächtigen Fuchsi. Okay. Klingt voll nicht mächtig. Fuchsi.
Effekt, wenn sie normal schon mit auf die obersten drei Karten ausgraben, falls ihr einen Salamander darunter habt, darf ich sie adden. Oh, da hast du keinen Salamander drauf. Nein. Warte, darf ich sie adden? Genau. Hä, wie lucky du einfach bist. Das sind 20 Karten, da spielen ein paar mehr von denen. Okay. So, die möchten sie abheben. Der hat natürlich noch mehr Effekte, aber nur mit offenen Zauber- und Fallenkarten, was ich zurzeit noch nicht habe. So, was für Wert hat der Token eigentlich? Der hat 0 Angriff und 0 Verteidigung. Hast du den Death? Ja, das sieht man doch. Das göttlich stehen sagt er. Ja, okay, da deine jetzt Schwäche gewonnen ist, greife ich den an. Okay. Dann jetzt verlierst du 100 Lebenspunkte. Tja, das war dein Untergang. Mein Extrakt sollte vielleicht nicht auf den Friedhof legen. So, und jetzt mache ich richtig Druck. Um McKnights rumspielen. Du bist dran. Ah, das ist schon gut. So, das ist natürlich nicht so schön. Wieso? Finde ich schon. Also, der hat 1000, ne? Ja, mehr nicht, ist doch Billy. Ja, dann beschwöre ich den Dino-Wrestler. Oh, nein. Carpool Raptor. Ja, gesagt. Okay. Wie kann ich durch Kampf zerstört werden, lustigerweise? Was? Doch. Aber falls... Echt? Ja. Kann gar nicht durch Kampf zerstört werden? In Angriffsposition kann nicht durch Kampf. Achso, aber die dreht sich an Death. Ja. Ja, okay. Nee, warte, falls sie ja gerade angegriffen wird, ändert sie ja mit dem System. Ah, okay. So. For broken. Ja, dann brauche ich zwei Monster. Das ist ja auch mega nice. Okay, dann Battleface. Ja. Schau ich an. Sehr easy, ne? Das sind dann 800 Schaden. Ne? Eine Set. Und dann bist du. Will ich das jetzt schon aktivieren? Nee, brauche ich nicht. Ziehe. Ich habe die beste Karte in mein Deck gezogen. Jetzt, okay. No joke, Leute. Das ist einfach. Beste Karte hier jetzt in dem Format. Ich will die sehen. Hab ich die auch? Nee, hast du nicht. Nein. Geschenk! Du kannst eine abwerfen, leg ein. Dann darf ich halt einen aus dem Deck auf den Friedhof legen und darf dann eine Karte ziehen. Du willst wirklich Deckout gehen? Ja! Ich versuche irgendwie noch was zu reißen. Okay. Aber ich schaff das. So. Ich werfe die ab. Und darf dann, war die das? Nee, ist sie nicht, das ist ärgerlich. Sie ist ja dann, nee. Okay, ich habe gar nicht so viel mehr. Das ist jetzt nicht so gut, aber ist nicht schlimm. Wir legen den rein. Ich gehe wirklich Deckton, ne? Muss ich auch was tun. So. Darf man Karte ziehen? Ja. Deswegen spiele ich die nicht. Ich baue jetzt darauf. Ich baue jetzt. So. Ich habe richtig gelackt. Jetzt richtig getopdeckt. Jetzt kommt ein Untergang. Du hast mehr Monster als ich. Ich beschwöre meinen Dino-Wrestler in Angriffsmodus. 2600. What? So. Was willst du tun, mein Lieber? Nix. Alles klar. Dann beschwöre ich ihn noch mal Beschwörung mit 1,6. Als ob der spezial beschworen werden kann. Ja, wenn du mehr Monster kontrollierst. Das ist richtig OP. Der ist richtig gut. So, außerdem, warte mal, der hat auch so einen Effekt, ne? Wenn er merkt, Monster kannst einmal so wählen. Aber ich kontrolliere jetzt nicht mehr Monster als du. Ha! Das ist mir doch komplett egal! Ich meine, ja. So, ich aktiviere jetzt den Effekt von dem wunderkleinen Fuchsi, den kennst du ja schon. Wenn ich eine Zauberkarte, also offene Zauberkarte habe, dann kann ich eine Fallenkarte. Ja. Eine offene Zauberfallenkarte. Ja. Darf ich einen abwerfen? Darf ich ihn speziell beschwören? Holy shit. So, jetzt aktiviere ich seinen Effekt. Falls ich gerade im Friedhof ist, kannst du ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Gib das Monster zurück auf die Hand und falls du dies tust, beschwöre dieses gerade Spezialbeschwörung. Das heißt, nehmen wir zurück auf die Hand, darf ich ihn auf die Hand. So. Was hast du für Kombos? Was soll das? Und jetzt, falls... Ah ne, das geht leider nur in der Hand. Das ist aber schade. So, aber ist ja eigentlich egal. Soll ich richtig aggro werden? Soll ich richtig aggro sein? Ich glaube, ich bin richtig gierig. Welche Eigenschaft ist das? Cybers, ne? Ja, genau. Ich denke schon. So, dann aktiviere ich Herold des Abgrundes. Ich zahle 1500 Lebenspunkte, was schon echt ein teurer Preis ist, würde ich mal behaupten. Aber dafür darf ich Folgendes tun. Ich nenne dir jetzt einen Monstertyp und eine Eigenschaft.
Dein Gegner muss ein offenes Monster wählen mit den deleteten Typ und den deleteten Eigenschaft, oder so, was ich genannt habe, auf den Friedhof legen, falls möglich. Für den Rest des Spielzugs kann dein Gegner den Effekt vom Monster mit dem Namen des geliebten Monsters nicht aktivieren. So, ich sage Erde, Dinosaurier. Tschüss. Das ist ja nicht so schön. Battleface. Ich greife an. Weg damit. Und direkt. Das sind 1-6 und 2-6. Okay. Und, das ist ja echt voll stark. Was soll das? Habe ich jetzt echt gebrickt oder so? Ich habe einfach die Kombos am Start. Das sind 6, 7, 5. Du bist bei 3-7 übrigens nur noch. Jetzt muss ich was Gutes ziehen, sonst habe ich versorgt. Dann bist du dran. Oh, okay. Da komme ich echt nicht vorbei. Ne? Der hat auch noch einen Effekt, ne? Das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Ich kann einfach, Quick Effect, einfach eine Karte bei dir zerstören. Was? Was kann der? Einfach so? Ja, Quick Effect. Aber geht auf den Friedhof dann. Ne? Ah, okay. Aber ist ja egal, weil egal was ich jetzt tue eigentlich, habe ich verloren. Deswegen spiele ich den jetzt. Ja, okay. Und möchte gerne... Ja. ...den zerstören. Ja, damit habe ich kein Problem, um ehrlich zu sein. Verliere ich sogar 600. Ja, ist ja doof. Ich habe schon gebrickt. Jetzt heute rum! Ja, ist das so? Guck. So, bin ich? Ja. So, ich ziehe. Ich hätte nicht mehr da. So, dann beschwöre ich die Karte, die du erkennst. Fuchsi! Effekt. Ich grabe wieder aus. Warte, ich überlege gerade. Ich kann auch eigentlich Link beschwören, oder? Guck mal, ich hab den. Darf der auf die Hand? Wer geht der Deck out? Ich? Ja, aber... Ah, okay. So. Dann nutze ich seinen Effekt, werfe ich die ab. Ne, muss ich einen abwerfen? Ne, gar nicht mal. Nur zurück auf die Hand nehmen. So, dann ist er wieder da. So, Combo ist da. Und jetzt gehe ich in die wunderschöne Battle Phase, um das Ganze hier ein Ende zu setzen. Ich gehe in die Battle Phase, greife an. Ja, dann aktiviere ich vorher noch die hier, die nichts macht. Also wirklich nichts. Was macht die denn? Also, Trostpreis, falls. Ich Monster, also falls ein Monster von der Hand auf den Friedhof gelegt wird, kann ich eins von ihnen wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Aber. Glückwunsch, verlierst trotzdem. Verlierst trotzdem 800. Nee, eben. Ich, ja, nee, 800 sind das Damage, ne? Müssen wir 2-9. Direkt bist du bei genau 100 noch. Dann lebe ich dann noch. Ja, nee, ich aktiviere meine Falle. Ich darf sie als Monster spezial beschwören und hier steht wirklich drauf ATK oder Death. Das heißt, ich beschwöre sie in ATK. Sie hat 300 ATK. GG, Alter. Hast du so gebrickt? Ja, ich hab hier zwei Bücher und den Donnerdrachen. Das wäre cool geworden, wenn ich ein Lichtmonster hätte, ne? Ja. Und dann könnte ich dir echt so... Nein, auch dann. Ich kann den da nicht mal setten. Nee, so, ja, GG.